Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und ich begrüße euch zu einem ganz neuen Video, einem Ratevideo. Aber ich habe ja ein Ding gesucht und möchte euch nochmal schnell was sagen. Bevor ich anfange, werdet ihr einen kleinen Rundgang durch mein Zockerzimmer sehen, besser gesagt so einen Weg zum Zockerzimmer, so ein PS3 Zockerzimmer. Und ich habe ja etwas gesucht, Digga, und zwar den Synchronsprecher von Nico Bellic. Denkt ihr, ich hätte das vergessen? Da habt ihr mal falsch gedacht. Und zwar, der Gewinner ist der Max28641 und Creepypasta LP. Das ist einer, der hat mir geschrieben, ich soll Werbung für ihn machen. Creepypasta LP. Creepypasta LP. Die besten Let's Plays der ganzen Welt. So, und natürlich noch Mark Abuster hat's gewusst. Michael Hollig, ja genau. Und natürlich noch Nicholas P. auf der PlayStation 3! Oder so da. Digga, willkommen zu meiner neuen Zockerbude. Nee, wie sieht man noch, was hilft eigentlich? Eigentlich gibt's da nichts Neues bei mir, bei meinem Kanal. Und heute habe ich mal gedacht, machen wir was Cooles. Das Problem ist einfach, die PS3, die kann ich jetzt nicht anschmeißen. Aber wir können uns ja noch mal genauer ansehen. Meine PS3 von Sony. So sieht die Ding überhaupt mal aus. Ihr habt ja natürlich immer nur von Weitem gesehen. Ich habe ja unten noch ein bisschen Zeug liegen, wie das eigentlich funktioniert. Also, ich habe ja die Elgato am Start und mit dem kann man ja sogenannte Let's Plays machen. So, jetzt fragen viele, wie funktioniert das? Wie schließt man die Elgato am besten an? Ich kann es euch mal im schnellen Durchlauf zeigen. Am besten an einem Handy. Hinten habt ihr natürlich erstens mal dieses Kabel. Es ist ein sogenanntes HDMI-Kabel, was natürlich bei der Elgato dabei ist. Das schließt... Au, scheiße, die PS3 ist hoffentlich noch ganz. Das schließt ihr natürlich einfach da hinten an, wie beim ganz normalen HDMI-Kabel auch. Und das kommt dann hier hinten dann nochmal rein. So, da habt ihr eigentlich schon das ganze Ding angeschlossen. Der Rest funktioniert dann über das hier. Also das hier bleibt dann da hängen. Und dann müsst ihr halt einfach noch machen. Aber das ist eigentlich kein großes Kabel. Wie aber, ihr seht schon, es ist wirklich wenig Kabelsalat für die Elgato. Da habt ihr noch ein Headset, damit könnt ihr natürlich aufnehmen. Die zwei Schaumstoffdinger sind leider weg. Die habe ich, glaube ich, mal als Toilettenpapier benutzt. Aber das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich euch wahrscheinlich im anderen Video. Skyrim, wie ich das liebe, Digga. Ich liebe Skyrim auf jeden Fall. Aber leider hat das Ding einen großen Nachteil bei mir. Wenn ich ins Wasser springe, kann ich mich nicht mehr bewegen. Da ist ein kleiner Kratzer drin. Und ich verstehe aber auch nicht, warum mein Skyrim-Spiel nicht mehr funktioniert. Ich gehe doch ganz ordnungsgemäß mit dem Skyrim-CD um. Guck mal, wie liebevoll ich bin. Ich gebe jetzt sogar eine Politur hier. Also, ich verstehe das nicht, warum Skyrim nicht mehr funktioniert. Naja, das muss uns, glaube ich, nicht interessieren. Das liegt wahrscheinlich in einer anderen Welt. Was erzähle ich denn dafür? Hier habe ich ein Spiel, was auch schon Ahornente Let's Played hat. Und zwar ein Spiel, was ich so richtig scheiße finde. Big Game Hunter. Ein Spiel, was überhaupt nicht... den Titel verdient hat, Big Game Hunter. Unrealistisch natürlich, absolut und absolute Geldabzocke. Und ich wollte einfach mal sagen, was ich dazu mache. Big Game Hunter, ihr seht das hier, ist keine Fotoanimation oder so oder was auch immer. Das hier ist, das könnt ihr euch ja schon denken. Und dann können wir ja mal was schreiben. Scheiße auf jeden Fall. Wir können jetzt hier einfach mal ein paar Kratzer machen. Ich hoffe, ihr seht das auf jeden Fall hier auf meinem Ding. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die falsche CD genommen. Und natürlich werden jetzt gleich die Dislikes hageln. Warum machst du dieses Spiel kaputt? Wer das Spiel einmal gespielt hat, der weiß, das Spiel ist richtig scheiße und das könnt ihr gleich in die Tonne schmeißen, weil das ist der letzte Husten, um es genau zu sagen, um es klar auszusagen. Ich habe ja noch meine PC-Sammlung, habe ja nicht nur PS3, sondern auch Bioshock 2, Bioshock 1, der Flugsimulator, der letzte Husten, gleich mal weg. Stalker, Call of Chernobyl ist auf jeden Fall geil. Und da mein wunderschönes Call of Duty Black Ops 2 für die PlayStation 3, selbstverständlich von der USK. Und ihr müsst heute was erraten, und zwar, was ist das hier? So, was ist das hier? Ja, das könnte schwierig werden. Erratet es, schreibt es in die Kommentare, um was sich hierbei handelt. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal und wollte euch nochmal eine kleine Ansage sagen. Ich werde mir bald eine neue Kamera kaufen. Wahrscheinlich erst in zwei Monate. Ich habe nämlich mich gewundert bei meinen letzten Videos. Ich habe mit Breitbild aufgenommen. Breitbild sind 480p. Das heißt, ich werde in den nächsten Videos nur noch mit 720p
aufnehmen. Das Problem ist einfach, dass ich es vielleicht nicht schaffe, jede 24 Stunden mein Video hochzuladen. Da dürft ihr mir bitte nicht böse sein, Leute. Aber ich werde trotzdem Videos machen. Wahrscheinlich kann es halt ein bisschen länger dauern, weil ich halt jetzt mit 720p aufnehme. Das heißt, vielleicht alle 35 Stunden ein Video. Mal gucken, Leute, wie ich es schaffe, wie das Internet funktioniert da oben in dem Kaff. Aber jetzt, das ist eine andere Geschichte. Erratet einfach, was das ist. Ich erwähne euch im nächsten Video. Und bald ist ja der 5. irgendwas. Januar, Februar, März, April, Mai. Im Mai bin ich ein Jahr auf YouTube. Da werde ich ein Special machen. Und da werdet ihr mal sehen. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao! Sky Hyrim ist der letzte Husten.